Damen und Herren, wertes Publikum, danke, dass Sie heute gekommen sind, obwohl Ferien sind. Es ist voll, es ist schön. Wir hoffen, wir können Ihnen heute auch Freude bereiten. Heute ist quasi Bergfest im Orgelsommer von Filderstadt, das 5. Konzert von 9. Georgios Zainis an der Orgel und Katharina Zaini am Klavier werden Sie heute verzaubern mit Musik aus der Klassik und aus der fast näheren Gegenwart. Und Sie werden den Beweis führen, dass es auch unter Eheleuten harmonisch zugehen kann. Das werden Sie gleich hören. Ich darf die beiden schon mal begrüßen. Der Eintritt ist frei, das muss ich immer wieder dazu sagen, auch dass der Austritt nach dem Konzert in Ihrem Ermessen liegt. Begeistern Sie sich, greifen Sie tief in Ihr Herz und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ein zweiter Hinweis in eigener Sache auch. Zwischen den Stücken möchten wir Sie bitten, nicht zu applaudieren. Das, was uns hier in Filderstadt so fehlt, das ist Ruhe, das ist Versunkenheit, das ist die Pause. Wir haben so viel Verkehr, so viel Flieger. Genießen Sie es einfach, zwischen den Stücken sich fallen zu lassen, nachzudenken. Ich werde auch moderieren zwischen den Stücken und was zu den Musikern und zu den einzelnen Stücken sagen. Hören Sie zu, genießen Sie es und lassen Sie am Ende des Konzertes Ihren Emotionen freien Lauf, so wie es Ihnen gefällt. Erschien das zweite Album der britischen Progressive Rock Band Sky. Dieses Album war der größte Hit der Gruppe und in jedem Jahr eines der meistverkauften Alben in Großbritannien. Das wichtigste Stück auf dieser Platte war eine Rock-Pop-Version von Bachs Toccata und Fuge D-Moll Bachwerke Verzeichnis 565. Gyros, also nicht das griechische Gyros, sondern wirklich Gyros mit U und 2 S, das ist ein japanisches Arcade Shoot'em Up, also ein Ballerspiel, um das mal auf Deutsch zu sagen, das von dem japanischen Spielehersteller Konami im Jahre 1983 entwickelt, gebaut und vertrieben wurde. Stand in dieser Zeit in vielen Gaststätten, Kneipen, Spielotheken und die Kids haben ihre Marktstücke reingesteckt und Raumschiffe abgeschossen. Das würde ich heute nicht erwähnen, wenn die wichtigste Musik zu diesem Ballerspiel nicht mit Hilfe von 5 einzelnen Soundprozessoren, einem zusätzlichen Prozessor mit Digital-Analog-Wandler und jeder Menge Aufwand betrieben wurde, mit Stereo-Sound und allem drum und dran. Für die damalige Zeit ein völliges Novum, ein technischer Wahnsinn. Erstaunlich ist, die Melodie, die in diesem Spiel spielt, ist Bachs Toccata und Fuge in D-Moll, Bachwerkeverzeichnis 565. Wir hören jetzt 3 Stücke von Johann Sebastian Bach. Jesus bleibet meine Freude, dann die kleine Fuge in G-Moll und Toccata und Fuge in D-Moll. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Klassik ist und bleibt zeitlos. Nun, die britische Komödiantentruppe Monty Python würde jetzt sagen, now for something completely different. Felix Mendelssohn-Bartholdy oder Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, geboren am 3. Februar 1809 in Hamburg, gestorben am 4. November 1847 in Leipzig. Ein deutscher Komponist, Pianist und Organist. Er gilt als einer der bedeutendsten Musiker der Romantik und setzte als Dirigent neue Standards, die das Selbstverständnis des Dirigierens bis heute maßgeblich mitprägten. Daneben setzte sich Mendelssohn-Bartholdy für die Aufführung von Werken Händels und Johann Sebastian Bachs ein. Damit trug er wesentlich zu ihrer Wiederentdeckung und zur Herausbildung eines Verständnisses für die klassische Epoche der deutschen Musik bei. Er gilt als Mitbegründer der historischen Musikpflege und gründete das erste Konservatorium in Deutschland. Zu Lebzeiten verehrt, später von den Nazis als Jude verbannt, der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy prägte die Romantik wie kaum ein anderer Musiker. Bisher weitgehend unbekannt ist Mendelssohns Liebe zur Malerei. Ein Kämpfer und Fürsprecher der Musik der Vergangenheit, Wegbereiter einer bürgerlichen Musikkultur, Konservatoriumsgründer und Gewandhauskapellmeister, ein Vielgereister, der seine Impressionen in feinfühligen Aquarellen festhielt, meist menschenleer, so wie ihm auch leider der große Opernwurf nie glücken wollte. Ein fleißiger Briefeschreiber, von dem mindestens 5000 Briefe sogar veröffentlicht wurden. Wer diesem Genie Respekt zollen möchte, der kann das heute auch noch tun. In Kreuzberg zwischen der Zossener Straße und dem Mehringdamm auf den Friedhöfen vor dem Hallischen Tor. Dort sind neben ihm noch 27 Mitglieder seiner Familie bestattet. Wir hören von Felix Mendelssohn-Bartholdy die Sonata Nummer 6 in D-Moll, Opus 65. Diese ist geschrieben zur Melodie des Chorals Vater unser Himmelreich. Und die Variationen, die wir jetzt hören werden, entsprechen dem Musikstück in einzelnen Strophen. Thank you.
César Auguste Jean Guyon Hubert Franck, geboren 1822 in Lüttich, gestorben 1890 in Paris, war ein französischer Komponist und Organist deutsch-belgischer Abstammung. Er gilt heute als einer der bedeutendsten französischen Komponisten, Lehrer und Organisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Asteroid 4546 wurde ihm zu Ehren benannt. Und heute hören wir von ihm Prälude, Fuge und Variation Opus 18 für Harmonium und Klavier. Ein Harmonium konnten wir leider nicht auftreten. Thank you.
Den Karneval der Tiere mit dem Untertitel Grand Fantasie Zoologique komponierte Camille Saint-Saëns im Januar 1886 in einem kleinen österreichischen Dorf. Hier verarbeitete er in nur wenigen Tagen frühe Skizzen zum Karneval, die aus einer Zeit stammten, als er noch als Klavierlehrer tätig war. Die Gelegenheit, das Werk jetzt niederzuschreiben, war ein Konzert, das der damals bekannte Cellist Charles Leroux anlässlich am Fastnachtsdienstag gab. Am 9. März 1886 wurde der Karneval der Tiere mit Camille Saint-Saëns und Louis Dinière als Pianisten uraufgeführt. Das Werk für Kammerorchester mochte er aber dann doch nicht veröffentlichen, fürchtete er doch um seinen Ruf. Denn abgesehen davon, dass er in den Stücken allerlei Tierrufe durch Instrumente imitieren ließ, hatte er zudem mehrere seiner Berufskollegen, Jacques Offenbach bei den Schildkröten und Berlioz beim Elefanten, veralbert. Auch Rossini bleibt nicht verschont, indem eine seiner Arien unter dem Fossilien parodiert erschien. Die Komponisten waren zwar zu dem Zeitpunkt schon tot und hätten es ihm nicht verübeln können, gleichwohl mochte Saint-Saëns auch deren Bewunderer nicht verärgern, so erschien das Werk bei seinem Verleger Jacques Durand erst nach seinem Tode, 16. Dezember 1921. Und die erste posthume Wiederaufführung des Werkes erfolgte zur Karnevalszeit am 25. Februar 1922 unter der Leitung von Gabriel Pinaire in Paris. Der Schwan ist das einzige Stück aus dem Karneval der Tiere, zu dem Camille Saint-Saëns zu seinen Lebzeiten gestanden hat. Ein prachtvoller Schwan gleitet auf einem See dahin. Thank you.
Alessandro Stradella, ein Leben wie aus einem ZDF-Krimi, Kommissario Brunetti oder irgendwas in der Richtung, der hat ein Leben gehabt, wie man es nie für möglich hält für einen bedeutenden Musiker. Geboren 1639, gestorben 1682. Er war der Spross einer aristokratischen Familie, die aus der Toskana stammte. Stradella war in Venedig ein sehr gefragter Künstler, wohin er 1676 aus Rom floh, weil er wegen einer versuchten Kuppelei verhaftet werden sollte. In Venedig absolvierte er Auftritte in vielen Fürstenhäusern, trat aber auch als Sänger geistlicher Musik in Erscheinung. Stradella führte ein abenteuerliches Leben und musste wegen seiner Eskapaden nach Rom nun auch Venedig verlassen. In Venedig verliebte er sich in die Schülerin Agnese van Uffelen, die ihrerseits die Geliebte des einflussreichen Patriziers Alvise Contarini war. Stradella zog mit van Uffelen nach Turin, wo Contarini sie zu stellen versuchte. Durch Flucht in verschiedenen Klöster entzogen sie sich dem Zugriff Contarinis. In Folge entging Stradella schwer verletzt einem gezielten Mordanschlag, worauf er in der französischen Botschaft Schutz suchte. Nach seiner Genesung zog Stradella Anfang 1678 nach Genua, wo er von der Aristokratie mit offenen Armen empfangen wurde. Man zahlte ihm ein großzügiges Gehalt und stellte ihm ein Haus mit Dienern und Kost zur Verfügung. Am 25. Februar 1682 wurde Stradella von einem Unbekannten auf der Straße niedergeschlagen, wo er noch am Tatort verstarb. Die Beisetzung erfolgte einen Tag später in der Kirche Santa Maria delle Vigne in Genua. Die Gewalttat konnte trotz Verdächtigungen nie aufgeklärt werden. Stradella war ein äußerst produktiver Komponist. Er schuf Werke nahezu aller Gattungen und hat dabei vielfach die Grenzen der musikalischen Konventionen seiner Zeit überschritten. Alessandro Stradella, Er Deglis Pietà Signore.
Clément Doré, geboren 1833 und gestorben 1909, war ein belgischer Organist, Komponist und Musikpädagoge. Loré komponierte eine Anzahl von Orgelwerken, darunter Sonaten und Etüden. Obwohl er im Schatten seiner berühmten Kollegen César Franck, Alexandre Guimond und Charles-Marie Vidor stand, ist er zu den bedeutendsten französischen Organisten seiner Zeit zu rechnen. Wer aber noch mehr in seinem Schatten stand, das war sein jüngerer Bruder, Charles Loré, geboren 1837 und gestorben 1870, von dessen Leben nichts zu finden ist als der Hinweis auf 6 Kompositionen und keine Biografie. Zu seiner Ehrenrettung hören wir das Nocturne für Klavier und Orgel. Thank you.
sie genauso beschwingt nach Hause gehen können, wie das letzte Stück sich angehört hat, möchte ich nur noch ein Gebet mit auf den Weg geben. Im Jahr 1912 ist ein Text in einer Zeitschrift erschienen, herausgegeben von einer Vereinigung namens Souvenir Normand. Lange hat man den Text Franz von Assisi zugeschrieben, aber von ihm ist der Text nicht. Man kann jedoch sagen, dass dieses Gebet in seinem Geiste formuliert worden ist. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Heimweg.